Und wie wirfst du die Zielkugel richtig? Zunächst besagen die Regeln, dass die Zielkugel zwischen 6 und 10 Meter zu werfen ist und sie muss bestimmte Abstände zu Hindernissen und Spielfeldgrenzen einhalten. Achtung! Es ist wichtig, die Zielkugel richtig zu werfen, weil du nur einen Versuch hast. Ist der Wurf ungültig, musst du deinem Gegner die Zielkugel geben und er darf sie da platzieren, wo er möchte. Sollte der Wurf ungültig sein, hast du auch die Wahl deiner Strategie verloren. Ein falscher Wurf und der Gegner bestimmt die Entfernung und wie offensiv er spielt, um Punkte zu machen. Ist der Wurf gültig, hast du deine Entfernung bestimmt und kannst zu deinem Vorteil spielen. Was mache ich also, um die Zielkugel richtig zu werfen? Ganz einfach. Ich übe. Es gibt zwei Möglichkeiten. Auf einfachem, flachem Gelände rolle ich die Kugel zu dem Ziel. Auf schwierigem Boden ist Werfen besser, weil die Kugel dann weniger rollt. Aber Vorsicht, wirf nicht zu weit. Auf geht's zur nächsten Runde.